Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, zu denen ihr dazu entscheiden solltet. Und wir sind jetzt gerade hier in Mordona angekommen. Mordona. Morbus Crohn. Genau. Wir müssen jetzt hier. So kleine. Nicht die Frösche, die sind's nicht. Ich glaube, die sind unten die, die da am Teich, am See sind, außen, glaube ich. Die glibberigen. Namen kann ich sagen, sobald ich sie sehe. Da. Olme. Die Olme sind es. Die Olme hier. Das wirst du nur aufpassen, nur Fisch werfen. Fisch. 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 Der muss erstmal casten. Komm, cast dein Ding. Um Rastloch ist es das? Nein, das ist doch nicht das, was wir kriegen, oder? Weil wir deren Loch. Aber lass mal den einen schon mal töten hier. Oh. Ah. Das waren beide. Ha? Das waren beide, ja. Das waren beide. Also. Das sah so aus, als wäre das die auf dem Bild. Ich habe keine Tipps fürs Obtain, also. Braucht die unheimliche Aura. Mini braucht mir was? Der muss unheimliche Aura casten. Das ist die Fähigkeit, die irgendeins der Viecher hier hergibt. Vielleicht der Große da hinten. Vielleicht der hier. Ja, genau. Hallo, du da. In dein Loch will ich nicht sehen. Heure euch an. Ah, da unheimliche Aura. Nicht gelernt. Aber die großen gibt's halt nicht so oft hier. Das sind kleiner. Ich glaube, es gibt den auch nur zweimal hier. Hier ist noch einer. Können das nur die Großen? Naja, scheinbar können das nur die Großen. Der Kleine hat das gerade überhaupt nicht gemacht. Der hat das direkt als zweite Fähigkeit gemacht. Einmal seinen Morastloch und danach hat er direkt dieses Ding gemacht. Also nach ein paar Autoattacken. Ah. Okay, toll. Ja, gelernt. Ja. Nice, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Oh, das, was jetzt kommt, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das nicht gut läuft. Wollen wir die normale Version? Nein, die schwere Version hat das vermutlich eine höhere Drop-Chance, ne? Ja. Okay. Vielleicht geht der Rakete. Vielleicht geht der Rakete. Nicht kenne. Shiva habe ich lange drin gesessen, das Ding zu machen. Shiva ist ein Biest. Ich habe es anfangs irgendwie so noch mit Min Eilabel gemacht und aber Transzendieren hatten wir noch an. Aber Min Eilabel hatten wir gemacht. Ah, das haben wir dann am Anfang gelassen. das hat keinen Sinn. Hier können wir dancen. So, wir können dancen. Ach ja. Jetzt schon? Nee. Oder erstmal die Ads. Komm, jetzt die Ads.
Können wir hier Schaden plus wegnehmen? Ach, Schaden. Dan, 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 da, dan, dan. Dan, 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 dan. Gerade kannst du nicht runternehmen. Ach, voll dumm. Wofür haben wir diese Fähigkeit eigentlich, wenn die Neon funktioniert? Das ist halt für die Arena. Ja. Gibt's dann einen Gegner, wo es funktioniert, und davor war es nie wieder. Tatsächlich hatte ich heute einen Gegner, wo ich gebraucht habe in der Arena. Das ist die erste Trial gewesen mit einem geilen Song. Wo ich echt dachte, oh mein Gott, was ist hier los mit der Musik? Und die Inszenierung war aber auch so ganz anders alles, so mit dem Einfrieren und so. Das war schon. Als ich Shiva angekommen bin, habe ich gemerkt, okay, das Spiel legt einen drauf. Was muss hier eigentlich kasten? Ha? Keine Ahnung. Was? Eins. Sie wird es bestimmt gecastet haben. Der rutscht da weg. Gleich, ihr komischer Tankbuster, wo es immer so fächerförmig nach vorne angreift. Ja, Bogen. Nach vorne. Leider nicht gelernt. Ah. Schöne Shiva-Sachen zu verkaufen, Ami. Staatliche Gesellschaft. Die sucht immer nach so Zeug. Kann man sie eigentlich anlecken? Bitte was? Oh, bitte Zunge geht nicht. Oder wurde sie zu mir gezogen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist einfach nur zu mir geflogen. Weil sie nach der spitzen Zunge gedacht hat, oh mein Gott, der hat mich angeleckt, das geht doch nicht. Aber ich meine, die ist so eiskalt, wenn man die anleckt, dann bleibt man doch dran frieren, oder? Dann klebt die Zunge fest, so. Wie an so einem Laternenmast. Wenn der eingefroren ist. Nein, ich will nicht wissen, woher du weißt, ob das wirklich funktioniert. Ob du es schon mal ausprobiert hast. Nee, ich nehme an, das funktioniert. Ich weiß es nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, nehme ich an, dass es nicht funktioniert. Weil die Zunge ja durchblutet wird. Das heißt, du würdest nicht lange dran kleben. Wenn dann nur relativ kurz. Weil du hast ja Körperwärme. Also außer du warst schon sehr lange draußen, der ist sehr kalt, ah, dann vielleicht. Aber wenn dein Speichel einfriert? Ja, aber dein Körper wärmt ja deine Zunge. Auf 37 Grad, da bleibt kein Eis übrig. Also es kann sein, dass du, wie gesagt, dass du so ein paar Sekunden klebst, also bis die Wärme dann quasi das Eis geschmolzen hat. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Guck mal meine Ohren! Ich bin ein echter Hase. Ein echter falscher Hase. Ich bin der einzige Hase, der zählt. Wie vorhin. Warum können die anderen nicht zählen? Wie ich viel zum Blumen bekommen habe, einfach so, weil ich dir gesagt habe, wir machen gerade Blue Mage. Und die meinte dann, die braucht auch noch was. Also machen wir Blue Mage. Ich hatte Vio sogar dazu bekommen, mit uns zunächst kurioses Gewölbe Sylvi zu laufen. Ja. Gleich unterschrieben. Ich merke schon, ich habe aus Versehen meine Seele als Toppel verkauft. Wieder nichts. Nee. Das liegt alles am Valios Home Level.
Beschwerden bitte an den Gildenmeister, ja. Muss auch mal wieder ankommen, merkt das schon, ja? Ich mache hier mehr coolen Content jetzt. Was Blue Mage, kuriose Gewölbe. Ich muss ein ganz bestimmtes Mod gleich ausführen. Ich muss es gerade suchen. Was ist denn das dumme Ding? Das wirkt hier bei allgemein mehr. Na, das ist wie im Essen, was ich jetzt gewählt habe. Dass es zeitlich passt. Dass er es im richtigen Moment ausführe. Ich bin nicht mehr da. Ich bin weg. Weil ich liege auch halb in der Luft, also. Boom, da bin ich wieder da. Hallo, ich bin nicht eingefroren gewesen. Ja, bei mir ist sie komplett auf getreten. Das wolltest du doch. Ja, natürlich. Bam, 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 bam. Die Fähigkeit heißt eben das Glass Dance, die wir bekommen. Hat mich noch nicht gemacht. Ah, das macht sie, wenn sie den Bogen rausholt. Man muss also warten, dass sie den Bogen rausholt. Das war nicht. Hat sie den Bogen raus? Nee. Müsste jetzt also keinen Schaden machen. Und der Bogen. Jetzt wird sie näher, dann lässt er mich töten. Jetzt warten, bis sie die Fähigkeit zieht. Jetzt hat sie Gläserner Tanz. Ja, das, ja. Macht, das war es ja. Gläserner Tanz, genau. Hätte mich fast umgebracht. Das heißt, wir kriegen diese coole Bogenattacke. Endlich können wir Bade spielen. Oh nein, was macht sie jetzt? Aua! Ja! Boah, sie hätte uns jetzt damit noch getötet. Ganz kurz davor, ja. Aber das, da bin ich jetzt echt ein bisschen neugierig, deswegen werde ich die jetzt direkt mal ausrüsten. Bei dir will ich sehen. Oh, wie nice! Wir können Baden spielen! Herrlich. Und 350 Attacke wert. Aber alle 90 Sekunden nur. Ah, immerhin. So, oh nee. Oh nee. Also jetzt kommt es noch schlimmer. Leviathan. Ah, das sieht aber nice. Leviathan. Danach kommt königliche Konfrontation. Leviathan, Leviathan! Ja, eine Fähigkeit, die ihr macht, kriegst du halt auch aus dem Kolosseum. Hab ich festgestellt heute, aber. Oh, der kriegt ja ganz gut Schaden. Ja. Bam, 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 bam. Oh,
muss hier stechen gehen. Oder reflektiert Schaden durch Magieattacken. Der Schwanz. Nee, no. Steht da, sein Buff. Reflektiert, der Schwanz reflektiert Magieattacken. Stimmt, und der Kopf kannst reflektiert fern, physisch oder fern, ja. Mhm. Nein, oh, ich bin in Panik. Warum bin ich in Panik? Ich bin auch in Panik, weil ich in die Fläche gelaufen bin. Man darf nicht in die Fläche da laufen. Ja. Aber hey. Jetzt bin ich auch in Panik. Jetzt bin ich wieder in Panik, weil der automatisch in die Fläche reingelaufen ist wieder. Ich bin wieder in Panik. Weil der in Panik in die Fläche reingelaufen ist. Jetzt bin ich in wirklicher Panik hier. Ja, oh mein Gott, ich bin aus Versehen in die Fläche gelaufen. Ich komm nicht raus, mein Schatz, die ganze Zeit da. Bis jetzt überlebe ich ganz gut. Panik rettet mich. So. Ja. Gut, dass wir noch die Schutzdinger da haben. Ja. So, stech auf dem Schwanz. Bam, 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 badam, bam, badam, bam, bam, bam. Leviathan, bam, bam. Leviathan, dam, dam. Stich, stich. Jetzt. Wir machen wieder die Panikdinger, diese Hagin. Leviathan, bam, bam. Bam, 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 bam. Da 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 da. Und die Blasen müssen weg. Aua, 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 aua. Nein! Ich hab's nicht gesehen, dass er gesprungen ist, scheiße. Ach, ihr auch nicht, okay. Ja, ich bin hierher gesprungen. Ich war einfach in der Musik. Das, die Musik hat mich einfach abgelenkt. Ich meine, wenn ich während ich am Headbang bin, kann ich halt schlecht spielen, ne? Für meinen Dreizack. Leviathan, Leviathan, da, da. Warte mal, kann man sich da. Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren. Kann man böse Ahnung casten währenddessen? Um den auszugehen. Aus dem Weg zu gehen. So, Sargin töten. So Sven des Fontankast versuchen, ne? Ah, stimmt, ja. Oh nein, die Panik geht wieder los. Aber es ist immer nur ein Feld, immerhin. Aber die kann man ein bisschen besser ausweichen. Stechen.
glaube, ich bin tot. Nee, einfach nur Damage, okay. Weil ihr ja auch schon 60 seid, deswegen. Back, bam, bam. Bam, bam. Reifen, bam, bam. Sagen Sie mir da. Sehr schnell runter gehabt. Ja, nimm das. Ah, ich hab Shiva-Attacken. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Raketen. Na, leider funktioniert die, glaube ich, nicht. Ich hab den Schwanz. Du hast Schwanz. Nee, ich hab den Schwanz mit ihrer Kind auch nicht gerade. Da ist noch ein dritter Sahagin. Der Kras hat gerade seine Zone, glaube ich. Ah, nee, noch nicht. Jetzt aber Dunkelung. Ja. Oder? Nee. Hey, wir haben diesmal keine Zone. Muss die Schlange jetzt jedes Mal abhauen, wenn ich sie messern möchte? Lauft, lauft, Bodum! Lauf. Der Schwanz ist down, alles ist down, alles ist tot. Yay. Habt ihr was bekommen? Nee. Nein. Nur Hoffnung. Ich glaube, man lernt immer gleichzeitig. Ich habe noch nie gelernt, dass ich was gelernt habe, was der Test nicht gelernt hat. Oder andersrum, also in der Gruppe. Deswegen beeinflusst du das. Ach
so, nee, weil du meinst, dass es zwei gibt, ja. Nee, haben wir nicht. Weil es zwei Skills gibt. Klar, man kann beide bekommen, aber einen habe ich schon, deswegen gerade die Frage. Ah. Nee, haben nichts bekommen. Da muss man nochmal rein. So guten alten Leviathan. Ich bin Shiva. Sind wir schon da. Und das sind auch schon die Sagen. Das ist noch der dritte Sagen. Ah nein, er macht einen Vorstoß. Oh, er ist tot. Gut, ja. Er wurde schachmatt gesetzt. Messer. Also nicht. Das geht eh gerade nicht. Ich hab gar nichts ausgesetzt. Lauft. Messer. Messert ihn. Okay, jetzt sind da. War er fern. Ha? Jetzt sind einfach wir vorbeigerannt. Du warst ihm zu anzüglich oder so, keine Ahnung. Nö, die Mod wird weiterhin geupdatet, aber halt nicht über den Thunderstore. Also. Nächste Woche ist ja wohl Lethal Company Update, dann werde ich von der Mod auch updaten. Ich update die nicht, weil ich keinen Bock mehr auf die Mod habe. Wegen dem ganzen Streit, oder das Streit ist halt das falsche Wort. Den ganzen Stress drumherum. Warum soll ich mir so einen Stress machen? Ich krieg dafür keinen Cent. Ich krieg dafür gar nichts. Die Leute hätten sich ja doch früher überlegen sollen, bevor sie so einen Scheiß anfangen. Ich meine, die Leute haben eh schon die ganze Zeit so gehabt. Also die Leute haben sich die ganze Zeit so benommen, als würde ich verpflichtet sein, ihnen die Mod zur Verfügung zu stellen. Bin ich halt nicht. In keiner Welt. Bin ich das irgendjemandem verpflichtet. Irgendjemand. Es gibt keine Welt, in der das so wäre. Oh nein, er macht Vorstopp. Und er hat ihn gecastet. Wir haben eine schöne Vorspeche. Hier schon.
Nein. Ah, ja, dann lass uns warten gehen. Deswegen sag ich immer, lauf, 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 damit alles mitbekommt. Und wenn ich das nicht sage, dann wisst ihr, ich hab's nicht mitbekommen. Okay. Shiva ist hier. Sagen. Der wichtigste Sagen ist der als nächstes kommt, der hier. Der ist der wichtigste, der macht das Wort. Der Wellenzahn-Sagen ist das. Ja, macht wieder einen Vorstopp. Oh, der hat ihn gesetzt. Krieg ich die ganze Zeit so viel Schaden? Keine Ahnung, was tust du? Ja, die schießt die ganze Zeit auf mich, die ist so dumm und denkt. Das ist kein Tankstance. Ja, warum auch? Soll nur mehr Schaden machen oder nicht? Ja, deswegen kriegst du so viel Schaden. Dann mach ich aber keinen Schaden mehr dann. Oh mein Gott. Wo ist die scheiß Tankstance? Lauf, lauf, lauf. So, so, das ist lauf, lauf, lauf. Ach, bin ich in Panik! Was machst du da hinten, Kätzchen? Oh, er ist ja zum BG. Oh, aktiv. Oh Gott. Der Balkon bewegt sich seitwärts. Oh mein Gott. Ich bin langsam. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. So, noch eine Blase. Unsterblich. Ja, genau. Das Schwanz auch unsterblich, ja. Ja, ja, wenn der Kopf unsterblich ist, ist der Schwanz auch unsterblich. Er ist einfach verbuggt. Nee, ich glaube, wir haben beide so weit, dass wir zwei Phasen auf einmal kriegen. Oh mein Gott, war das knapp. Da, 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 da. Der Sage immer noch bewegt. Ja, ich bin fast von der Plattform gefallen. Ich finde das hier das Verwitzen, wenn sie es wirklich stimmt. Nee, nichts gelernt.
0,0. Gar nichts. Mal kurz gucken, ob es irgendwelche Tipps gibt. Nail of the Wall. Dem er Body Slam benutzt, castet er das. Keine Ahnung, was Body Slam ist. Keine Ahnung. Also er macht auch sowas wie Aqua Atem oder so. Keine Angst hier. Auf unserer Plattform gibt es keine Angst mehr. Wir haben die Angst vertrieben. Habe ich nicht erkannt, dass der von da kommt. Ich dreh die Kamera schon so viel. Lauft, greifen. Man kann ins Gleiten casten, den Cast anfangen. Lauf. Laufen. Alles klar, tschüss.
Monster hier. Unter den Aquaatem gemacht. Nee, nichts gelernt. Wieder nichts gelernt. Das ist anstrengend. Dann machen wir schon die schwere Version, ne? Ja. Wir können natürlich die normale Version einmal synced versuchen, ne? Wollen wir das lieber versuchen? Ja. Dann lass mal abbrechen. Weil letztes Mal hat das mit Sync einfach direkt funktioniert. Und auf Wiki geht auch die normale Version. So, ist eine Vierer-Version mit dem? Ja, es gibt eine Achter-Version, aber die Götterdämmerung. Stimmt, ja. Oh. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen, aber ich glaube, in der Götterdämmerung bleibt die ganze Zeit die Reding dran, oder? Die wird nicht weggenommen. Das ist ganz sicher. Frage, ob ihr Hilfe braucht. Ne, wir brauchen keine Hilfe. Auch eine AMG. AMG brauchen wir, ja, das ist richtig. Aber bedenke, du bist im Stream zu hören, ne? Ich weiß. Ich hab und auch meine Aufnahme. Ich weiß, ich hab mir offen. Deswegen sage ich ja, das hört sich so an, als ob ihr Hilfe braucht. Aber wenn du wüsstest, was wir ja schon alles zu zweit gemacht haben. Wir haben 8 Inhalte zu zweit gelaufen. Läuft? Ja. Du Mates macht schon Spaß, er hat schon einige Kniffe, mit denen man vieles erreichen kann. Ja, das hast du von uns gesprochen. Das ist richtig, aber die brauchst du halt. Ich glaube, hier drin jetzt mit 8 Blue Mages wäre schon wild. Rein theoretisch, wenn du das gesinkt machst, hast du eigentlich 100% Chance, das zu lernen. Ja, wir haben jetzt Level sinkt. Sinkt müssten wir jetzt so 4 rein, also 8 rein, und das ist ein bisschen viel. So. Dann hol dir doch Mana. Nee, das Skill hab ich nicht mehr. Das ist dumm. Das ist der wichtigste Skill, den du mitnehmen solltest. Ich hab schon nie benutzt, so wichtig kann der nicht sein. Oh, den hab ich schon benutzt. Ich meine, dein Heilzauber, gucken auf die MP-Kosten. Ja. 1500, also, ja. Weiß ich, wie wir uns jetzt. Muss man nichts machen, bis wir sterben. Ja, dann. Auf mich, schlag mich. Also, da vielleicht jetzt mal die Fähigkeit reinmachen. Ich hab so wenig Platz für mich. Aber wie viel bringt die mir? Die bringt doch fast gar nicht. Oh, Attacke, glaube ich, 1000 MP oder sowas. Also, zweimal drauf und dann hast du wieder Heilung. Ich kann dir das sagen, wie viele das gibt, wenn ich jetzt einfach ein paar Mal meine MP runtermache und dann gleich damit angreife, kann ich dir sagen, wie viel ich bekomme. Jedes Mal. Meine MP sind gleich schon wieder voll. Noch mal ein bisschen Klartraum hinterher. Schon wieder fast die volle MP. Das geht schon.
Ja, wenn du mit jedem zweiten Schlag heilst, dann geht das aber auch nicht lange. Habt ihr euch Mimikry schon geholt? Nee. Das war ja, glaube ich, erstmal essentiell. Ja, wir gehen das Buch halt so durch, wie es halt geschrieben steht. Ja, nee, das ist schwierig. Es gibt so ein paar Base-Skills, die da halt raus, ne? Da gehört Mimikry halt leider dazu, dass du dann halt auch eine Rolle annehmen kannst, also eben Tankheiler.dd. Wollen wir ja richtig schön leiden. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir haben es bisher nicht gebraucht für die ersten vier Seiten des Buches, also. Ich habe vier Seiten schon fertig. Wir sind jetzt in der vierten. Ja. Nice. Wir haben schon welche von Seite 7 und 6 und so. Haben wir auch schon Sachen von. Wir haben halt nichts, was außerhalb von der Bramy Born erreichbar ist, weil wir machen halt erstmal nach den Addons sortiert. Okay. Ja, doch bei Stormblood haben wir einen Trash Map ausgesehen. Das stimmt, ja. Level bekommen. Beim Level haben wir eine bekommen, ja. Bei Level machen wir natürlich mit dem Exploit. Ja, habt ihr schon Max Level jetzt, oder? Nee, wir sind nur 60, wir leveln immer vorsichtig. Wir wollen nicht zu überleveln. Wir Spaß an dem Spiel haben. Spiel. Ja, man hat nämlich keinen Spaß, wenn man einfach übermächtig ist. So ein bisschen herauszufinden, wie man das jetzt macht, ist immer spannend. Wie man den Widrigkeiten trotzt. Aber ich glaube, das mit Leviathan wird so nichts. Wir machen viel zu wenig Schaden. Naja. Das wird ewig dauern. Wir sollten uns sterben lassen. Niemals! Nur über meine Leiche! Na gut, meine Leiche ist echt da. Liegt gleich hier. Jetzt darf ich nicht mal zwei sterben hier. Komm, schlag mich mit deinem Schwanz. Ja. Gut. Komm, das knuddeln wir. Dann machen wir einfach wieder anziehen könnt, die Extremversion. Das ging ja auch bisher. Ja. Ist halt RNG. Hat das alles nur wegen der Vio, weil die so ein hohes Level hat. Wie gesagt, beschwer dich beim Gildenmeister, ja? Mach ich auch. Ich reiche eine förmliche Beschwerde ein. Du hättest mich auch vorher noch einladen dürfen. Ach so, ja, ich kann dich auch jetzt noch einladen, ich kann abbrechen. Es kommt ja direkt noch ein 80er Blue Mage dazu, oder was? Ja. Ja, dann haben wir noch kleinere Chancen, einen Zauber zu kriegen. Der wird immer kleiner. Ist das so? Ja. Wir sind einfach so abhängig vom Höchsten. Als wir zu zweit reingegangen sind, ging das relativ gut. Ja, aber ist das nicht einfach von dem Höchsten abhängig? Das weiß ich nicht. Viele? Das musst du im Spielcode gucken, und den hat keiner. Aber ich nehme mal stark an, dass es jetzt noch geringer wird, die Chance. Nee, eigentlich nicht. Das ist nämlich einer der Vorteile, wenn man nicht überlevelt, ne? Man kriegt die Zauber alle sofort. Wir haben eigentlich fast immer First Try freigeschaltet, trotz Unsync. Bam, 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 bam. Naja, das ist ja. Achso, trotz Unsync. Weil wir nur 10 Level drüber sind. Wir sind nicht so mächtig drüber. Ja, ja, ja. Muss ich ja selber erstmal wieder machen, das hier so selten auf Mage. Ich
Da wird der Mentor getroffen. Was? Da wird der Mentor getroffen. Ja, na klar. Ein typisches Bild in Final Fantasy 14. Das ist halt so feigen, wie man das nicht macht, oder? Da wird das auch, ja. Der Mentor ist wieder damit verliebt. Also da gibt es nichts. Der Mentor! Wir wollen ja nicht den Mentor nachmachen hier. Der ist damit gestorben, weil der gleiche ist nochmal gestorben. Naja, das ist also doppelt tot. Der Doppeltod, ja. Er hält besser. Vielleicht zweimal. Eins haben wir gelernt. Ja, gelernt. Aqua-Atem. Du musst nur jemand opfern. Ja, aber war nur der Aqua-Atem. War nur der Aqua-Atem. Eigentlich das, wofür wir hier drin sind. Genau, den kriegst du ja auch aus dem Koloss. Tja, Ziff, das war noch nicht die, die wir wollten. Was macht denn Aqua-Atem? Was sind da ja? Ein Wasserdot. Nummer 3. Ah, den man auch in dem Dings bekommen würde. Ja, das ist gut, dass wir den haben. Damit kann man einige Techniken machen. Also wenn der Dot drauf ist, kannst du mit einer anderen Fähigkeit mehr Schaden machen. Und so Sachen. So, ja, dann nochmal. Go. Gucken, ob der Mentor es jetzt hinbekommt. Nö. Auf gar keinen Fall. Sollen wir den Fight beibringen? Nein. Ich konnte den schon mal. Ah, okay. Deswegen zeige ich meine Krone nicht. Oh, an den Ferner. Ferner Vergangenheit konnte ich den schon mal. Hast du verlernt? Ja, klar. Da ist der schlimme Sahagi. Weißt doch, normalerweise geht man hier an, sinkt rein, haut den einmal und dann ist er tot. Oh nein, er hat seinen Vorsturm platziert. Nein, hat er nicht. Ah. War da auch schon Boot angezeigt? Ja, ja, ich hab's gesehen, aber irgendwie. Hat sich dann wieder aufgelöst. Doch jetzt richtig spannend. Laufen. Thank you.
Wieder ja, nichts gelernt. Was muss er denn überhaupt casten? Rail of the Roar. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das hat nur im Wiki. Das finde ich die ist raus, aber ich glaube nicht. Moment. Das ist der Buff, den er auf sich selbst drauf macht, um Schaden zu reflektieren. Okay. Ja. Also, den hat er ja drauf. Also von daher, wir sehen die Attacke ja. Wir sehen das Ding, ja. Ja, okay. Müssen es halt nur bekommen. Wieder dieser Mentor, der getroffen wird. Blöde Schlange. Laufen. Ich hab ein bisschen Tipp dafür, für den Angriff da. Der kommt immer von der Seite, wo er gerade ist. Also wenn er gleich wieder weggeht, kommt er wieder von der Seite, der Angriff. Oh. Also man sieht das an dem Wasser natürlich wieder, wie immer bei seiner Attacke. Ja, da muss es hochsprudeln, ja. Aber die ist wo da ist, wird auf der Seite hochsprudeln, wo er ja gerade ist. Außer er geht in der Mitte, dann ist es halt eine Seite, ja, aber Mitte ist nicht so oft. Aber der Zess ist fast gestorben. Levalvin-Karte bekommen, die ich noch nicht hatte. Immerhin was, ne? Tja, die Chance ist nicht so hoch. Geht sich so anstrengend an. Das Spell. Die Karte, keine Ahnung. Für uns 10%, wie fast alle Karten. Wahrscheinlich, ja. Also gefühlt zumindest waren bisher die Karten immer so ungefähr 10% Drop-Chance. Ich hab 2 Ramu-Karten, ne? Das sagt alles. Ramu waren wir auch ein paar Mal. Oh ja. Ramu war ein richtiger Gönner. Ja, die Mensan ist auch kein wirklicher Gönner gerade. Ja, wir sind einfach gierig und geerdet sich jetzt weg.
Kreuz. Ich dachte, wir merken es dein Stich gefüllt ist. Sehen. Können wir nochmal die leveln? Was können wir leveln? Können wir nochmal die leveln, damit wir eine höhere Chance bekommen? Ja, du meinst das. Geh nach Eureka, verlieren ein paar Level. Na, da geht das nicht. Ich meine, das wird ja weniger schlimm, umso höher wir jetzt kommen, ne? Also. Das nächste, was wir ja machen, sind dann die 60er Sachen. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Oh. Das ist das letzte 50er Ding. Ah ne, königliche Konfrontation kommt noch. Ja. Perfekt, okay, Ding da. Und danach haben wir, glaube ich, alles, was rund 50er ist. Ha? Ich dachte, Moment, kam doch erst mit dem Stormblock mit den 70er Erdron, also. Ja, aber jetzt haben wir eine 50er Sache erledigt. Ich meine, da wäre ja dann nicht verkehrt. Der Blue Mage fängt auf 1 an. Du, ich will dir da nicht in deine Logik reinquatschen. Und die Chancen, das Zauber zu bekommen, sind höher, wenn du vom Level nah dran bist. Nicht aber da, Azes, Level. Nicht in die Panik laufen. Aber die Spins ist alle Level 1. Dann wollen wir runterspringen. Yay! Jetzt ist einfach in seinen Tod läuft. Ich hab das nicht gesehen. Waren zu viele Effekte durch das Schild. Thank you.
Nur der Mentor. Mit meiner Mentor. Ja, das sind 2% hat er so. Das steigt unsere Chance jetzt. Auf den Laufen, Test! Oh, jetzt sollte ich sterben. Nein! Ein Fix! Den mach ich jetzt noch fertig. Bei 3% höre ich nicht mehr auf. Wenn das jetzt kommt, ey. Okay. Mehr Glück gehabt. Ich habe gerade kurz überlegt, sollte ich jetzt faken, dass wir es bekommen haben? Aber nee. Ja, das wäre ein Fake von ein paar Sekunden, mein Freund. Ja, ich kann das Bild kurz ausmachen. So. Oh, mein Bild ist weg. Ups. Ah, wir haben es bekommen. Dann schön abmoderieren. Bei der Part ist eh schon wieder viel zu lang und die Video ist auch schon länger da, als ich wollte. Wäre froh, wenn Leviathan jetzt mal langsam das Ding rausritten könnte. Da wäre ich Leviathan sehr verbunden. Ja, spätestens bei 23 Uhr. Ja, Leviathan soll jetzt mal hier hinne machen. Jetzt wirst du auch den Schwanz tun, ich hab keine Ahnung. Aber stand nichts im Wiki. Macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Nee, macht keinen Unterschied, weil Tides ist eigentlich ein Lebenspool. Ja, aber keine Ahnung. Hat einen anderen Gegnernamen, ne? Ja, aber das hast du ja nur, wenn du Physics und Mages dabei hast, kannst du ja immer nur den einen oder den anderen an deinem. Oder sonst ist das, glaub ich. Ja. Gut, Blue Mage ist halt anders, ne? Ja, das ist wohl wahr. Aber scheint halt nichts im Wiki, deswegen gehe ich nicht davon aus. Das steht im Wiki, wenn man den Schwanz dafür angreifen muss. Alter, ich bin genau auf der Seite, die er gepumpt hat. Und, ja, der pusht das so weit. Der pusht das ein Stück. Ja. Nein, bleib auf der Plattform. Ich hab die Katze gerade schon runterrutschen gesehen, innerlich. Weiß ich nicht, was du da gesehen hast. Wie wird er, der keine Skills rausrückt? Google. Das ist genau alternativ woanders. Die spielen auch einfach ganz normal und kriegen das. Oh. Wir haben einfach ganz normal besiegt und kriegen den. Ich habe mir gerade ein Video angeguckt von Leuten, die das bekommen haben. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt reines RNG. Na
Na gut, es gibt noch ein paar Bedingungen. Du musst die Attacke gesehen haben, aber das haben wir ja. Ja. Weil es ja nur ein Buff ist von ihm. In der Krasse, sobald er dann einmal seinen Schlag jetzt macht. Also das Ding drauf. Ein Forschboden. Nicht da reinlaufen, Cess, ne? Wie er gerade so getan hat. Angetäuscht. Oh nein! Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst! Oh Mann, ey. Einmal mit Profi. Was? Einmal mit Profi. Ich kann nicht weg. Ja, wiederbeleben bräuchte der, das wäre cool, ne? Ebene 30? Bei der Maske gerade, wenn du die Ebene 30 selbst geschossen hast, gibt es wohl so ein Wiederbelebungsding. Ah. Ja. Verstehe. Da bin ich noch lang. Ich bin heute auch nur auf Ebene 15 gekommen. Na, aber immerhin. Also muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, Ebene 16 muss ich gucken, wie ich mache, wenn die Viecher einen erreichen und tauchen bis zu ihm sind. Ich hab da eine Guide, kann ich dir gerne schicken. Tja, ich hab heute auf der Guide schon gearbeitet, aber ich wollte nur mal so gucken. Erstmal. Naja, auf den höheren Dingern ist halt echt doof, weil da brauchst du wirklich dann einiges Skills, ohne die schaffst du das. Nur sehr, 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 sehr schwer bis gar nicht. Au. Oh, da. Hat keiner gesehen. Der elegante Sidestep. Ist das, ist Glitch gewesen. Tess? Tschüss! Ich kann wieder runterspringen, ey. Ich bin so tot. Er läuft einfach gegen den Strom. Ja, wie ist denn auf die Seite gekommen? Cess sieht einfach Schwanz und läuft hin. Das ist wie mit den Augen bei Cess, da kann er auch nicht weggucken. Das ist schon voll. Thank you.
war auch vorher schon richtig. Das habe ich anders gesehen. Vielleicht kann es der Wasser auch ganz angenehm, keine Ahnung. Regenbogenströmung. Ja, genau. Ist das falsche Boot. Was gelernt. Oh, ja. Ein Wurmschleier. OMG. So, meine lieben Freunde auf YouTube, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet ihr und stellt mal das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.